So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben nämlich heute Nudeln da im XL Cup, 4 verschiedene Sorten, 4 Stück. Die wollen wir heute mal testen, mal gucken, welche Sorte am besten schmeckt. Und wie ihr mich kennt und gesehen habt, wie ich zum Beispiel diesen Kartoffelbrei getestet habe und alles, diese verschiedenen Cups, habe ich dir am Ende dann alles zusammen in eine Schüssel und habe das dann gegessen als ganze Mahlzeit. Das ist Ramses Lifestyle, ne? Von nix wirst du nicht so dick, deswegen gönnt euch richtig. Wir haben hier erstmal die 4 verschiedenen Cups aufgelistet. Wir gehen mal hier von dem Grünen, ne? Das sieht aus wie eine Ampel, das ist okay, und dann wird es richtig heftig bis rot. Wir haben das Grüne, das Ganze ist also von der Firma Mr. Min. Original Korean Ramen XL Cup. Das ist mit Gemüse, so wie es aussieht. Okay, ist auch hier nochmal aufgezeigt. Original Instant Noodles, schön hier mit Gemüse drauf, wunderbar. 110 Gramm sind da, glaube ich, drin. Also müssen wir dann natürlich zubereiten. Wir haben also einmal Gemüse. Wir haben hier das Gelbe, ist dasselbe, also Orange oder, ja gut, Gelb. Wir sagen jetzt Gelb, weil Orange kommt ja danach. Das ist Huhn. Hier habt ihr Huhn, ne? Gemüse mit Huhn. Hier habt ihr Rindfleisch. Das ist dann das Orange. Dann bleibt wahrscheinlich noch Ende übrig. Einmal Rindfleisch und am Ende. Ne, ich nehme alles zurück. Das ist kein Ente, das ist einfach pikant. Deswegen ist hier auch so eine Chilischote drauf. Wie sieht das jetzt also aus, wenn wir das machen wollen? Wir stellen mal kurz 3 Packungen weg. Wir fangen trotzdem hier mit der grünen an. Da ist auch jedes Mal noch so eine Folie drumherum. Die Folie machen wir natürlich erstmal auf. Das ist aber auch, wozu die Folie? Andere Sachen von Maggi oder so oder diese Dinger, hast du einfach wirklich nur so einen Bottich mit dem Deckel drauf. Ja, und dann kann es natürlich sein, dass da mal... Adi! Da kann es ja mal sein, dass da oben bei dem Deckel ein Löchlein reingeht. Aber wie ich den Rewe kenne, machen die dann einfach da Panzertape drauf und verkaufen das trotzdem. Haben wir letztens erst gesehen mit so kleinen Tütchen, wo man sich was zurecht macht. Aber auf jeden Fall, die Folie soll Schutz sein, ist gut gemeint. Aber meiner Meinung nach etwas unnötig. Adi, was ist denn? Drehst du wieder durch, weil es Folie gibt? Folie. Ja, die ist sonst immer so fixiert auf Folie, deswegen kann man immer keine Folie rumliegen lassen, weil der meistens dann hingeht und holt sich die Folie und fängt an rumzuschnaufen. Ich glaube, er hat den Braten gerochen. Gut, dann lassen wir das. Gibt es halt heute keine Folie. Auf jeden Fall steht drauf, ihr sollt den Deckel, also Zubereitung, Deckel bis zur Hälfte öffnen, getrocknete Brühe zu den Nudeln geben, bis zur Markierung mit kochendem Wasser aufgießen. Deckel schließen, für 3 Minuten ziehen lassen, Deckel entfernen, umrühren, genießen. Das ist ja schön, dass ihr den Mr. Min hier habt. Das ist euer Strich von der Mitte. Wir ziehen es also auf bis zur Mitte. Wunderbar. Dann habt ihr jetzt überall hier so ein Nudelnest drin und ein Beutel mit Soße oder Krübeln oder was weiß ich. Dieses Nudelnest kann man theoretisch auch rausnehmen. Kannst du hier als Cracker nehmen und reinbeißen und essen. Hier habt ihr noch ein bisschen Gemüse unten drin rumfliegen. Adi! Genau, hüpft mal weg. Das packen wir also wieder rein. Dieses trockene Beutelchen mit der trockenen Brühe, wie sie sagen, streuen wir jetzt mal oben drüber. Das sieht doch gut aus, oder? So muss das ausschauen. Das machen wir dann bei allen 4 Cups. Tun bei allen dann natürlich Wasser rein. Rühren die natürlich dann alle um. Und wenn alle flüssig sind und genießbar, melden wir uns zurück und zeigen, wie das dann schmeckt, jetzt wo überall hier so ein Häufchen drin ist. Ich verfolg dich. So, wir gießen jetzt einfach hier überall ein bisschen rein. Vor allem sehe ich einfach nichts. Ich mache das einfach hier vorne, das andere ist zu brutal. Da einfach mal was reingießen. Bis zur Markierung hieß es eigentlich. Ich sehe nicht mal die Markierung. Ich
Ich mache jetzt einfach ein bisschen hier, bis das Puder weg ist. Da und da und da und hier drüben auch noch. Also das sieht doch gut aus, glaube ich mal. Den Rest verteile ich jetzt noch. Hier vorne ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Hinten geht's. Jetzt muss gleich wieder alles abkühlen und dann reicht eigentlich so ein Bottich. Ja, hier ist noch einiges, da fehlt noch. Wir brauchen eigentlich auch gar nicht so viel Flüssigkeit. Das sollen ja schön frampfige Nudeln werden. Aber bevor wir was wegschmeißen, teilen wir natürlich das Wasser, was wir jetzt aufgekocht haben, noch auf. So, und da und da und da und hier und dort. Jetzt ist es hier bei der Markierung, hier auch, hier geht ein Stück da hinten, ist nicht mehr viel. Pack mal hier noch was rein und hier. Wunderbar, schön aufgeteilt, ein ganzer Bottich in der besten Farbe der Welt. Jetzt zumachen, ziehen lassen, das mit dem Zumachen klappt auch nicht gut. Am besten wir nehmen Adi seinen Adventskalender. Legen den hier oben drauf, dann ist das perfekt, dass die zu bleiben und jetzt erstmal 3 Minuten ziehen können. So, ihr seht jetzt alle 4 Nudeln fertig und rumgerührt und rumgepanscht. Hier habt ihr also das Gemüse, das Hühnchen, das Rindchen und das Pikante. Ich setz mich jetzt mal hier hin und wir werden jetzt Stück für Stück die mal durchprobieren. Zuerst haben wir also das Gemüse, ne? Guckt es euch an, Gemüse, so sieht Gemüse aus. Nudelbrühe mit Gemüse, okay. Wir machen mal ein bisschen rum, nehmen mal ein bisschen raus. Mir ist es eigentlich viel zu flüssig. Ich mag eigentlich eher Nudeln mit dicker Brühe oder kaum Brühe. Zur Not kann man das ja auch noch ein bisschen nachwürzen. Wir probieren jetzt einfach mal so Gemüse. Es schmeckt ein bisschen nach Pappe. Und die Nudeln sind auf jeden Fall schön weich und durch. Kann man essen. Mir fehlt nur etwas Schärfe. Es braucht keine Schärfe, aber trotzdem sind auf jeden Fall gute Nudeln. Für den normalen herkömmlichen Ramen-Nudelesser ist das auf jeden Fall in Ordnung. Ist auch eine schöne Portion. Aber wir gehen jetzt mal weiter zu Hühnchen. Denn da müsste jetzt ja noch ein Geschmack dazu kommen, der mich noch ein bisschen bereichert in meiner, was ist denn Adi, als ob du Nudeln isst, die sind eh zu heiß oder zu warm oder hallo, das ist meine Gabel, wir probieren jetzt, ja lauf vorbei, nicht dass du wieder was runterwirfst, Adi du machst voll dunkel hier, geh mal runter, spring über den Bottich, genau, wir probieren jetzt auf jeden Fall hier Hühnchen. Mal gucken, ob wir da etwas Fleischiges schmecken oder einen kräftigeren Geschmack noch. Also die Brühe, wenn ihr die Gabel ableckt, von der Brühe her habt ihr auf jeden Fall mehr Geschmack als bei dem Gemüse. Rein, wenn ihr die Nudeln esst mit der Soße dran, merke ich eigentlich kaum einen Unterschied. Da die Soße ja eh nicht wirklich an den Nudeln haftet. Also die Brühe haftet nicht an den Nudeln. Die Nudeln an sich haben in dem Sinne ja nicht den wirklichen Geschmack. Das wahre Geschmackserlebnis kommt wohl erst am Ende, wenn ihr die Brühe dann austrinkt. Jetzt haben wir auf jeden Fall Rind. Rind müsste nochmal einen draufsetzen. Ich bin mal gespannt, ob man das jetzt merkt. Wir tunken es immer wieder in die Soße, immer wieder rein. Aber die Nudeln sehen danach immer aus, als wäre einfach gar nichts dran. Schade, denn die Soße hier, die ist wirklich schon richtig schön dunkel, passt, aber sie bleibt halt nicht an den Nudeln, weil alles einfach zu flüssig ist. So. Der Rind hebt sich aber jetzt auf jeden Fall schon mal ab von den ersten beiden. Schmeckt ein bisschen muffiger, stärker. Du merkst auf jeden Fall, dass da was dran ist. Während Huhn und Gemüse irgendwie die gleiche Note haben. Das ist aber auch nur mein Geschmackssinn, der eh schon kaputt ist. Rind ist auch ein bisschen würzig. Also
Rind würde ich nicht als Rind erkennen, sondern schon ein bisschen als pikant. Pikant gibt es aber extra. Seht es ja auch, eher eine dunkle Soße dran, wie beim Rind. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das würziger ist, pikanter als das Rind an sich. Denn das Rind, ja, das hat schon eigentlich eine kleine Schärfe bei. Schön ein Nudelgäbelchen. Okay. Pikant, wie man sich's vorstellt. Es ist das Schärfste wirklich von den vier Sorten. Und trinkst das, dazu, dass es so heiß ist, merkst du die Schärfe erst recht. Du hast aber nicht wirklich Geschmack. Du hast eigentlich nur Schärfe da. Das finde ich immer ein bisschen traurig. Es ist okay, Schärfe ist da, aber diese Too Spicy Nudeln mit dieser extrem scharfen Soße, das toppt einfach niemand. Denn da habt ihr wirklich richtig feste Nudeln zum Essen, wo die Soße richtig fett dran ist, das nicht flüssig ist, die Soße einen eigenen, sehr leckeren Geschmack hat und trotzdem auch noch diese mächtige Schärfe da. Bei so anderen Fertignudeln habt ihr meistens, okay, ihr merkt, es brennt ein bisschen im Hals, aber einen eigentlichen Geschmack habt ihr nicht, ihr habt einfach nur Schärfe, die Schärfe nicht so krass, aber einfach keinen Geschmack. Deswegen würde ich sogar sagen, das Rind, weil das auch ein bisschen scharf ist, besser schmeckt als pikant, weil Rind wenigstens auch noch einen Geschmack mitbringt. Adi, du kannst gerne jetzt nochmal hier rüberlaufen, denn wir müssen uns jetzt hier den Boddick nehmen, da ich ja wissen will, wie das schmeckt, wenn man das alles zusammen isst. Wir packen jetzt hier also das Gemüse rein, wir packen jetzt hier auch das Huhn rein. Zack, kommt nach oben drauf. Jetzt sieht es aus wie Curry. Wir packen das Rind hinterher. Und natürlich noch pikant. Das ist das Wichtigste. So haben wir drei Geschmäcker und Schärfe alles dabei. Das ist so eine richtig schöne Ramses-Mahlzeit. Schön alles ineinander. Könnt ihr gewinnen? Schreibt einen Kommentar in die Kommentare. Nein, ist Quatsch. Könnt ihr als Popcornbecher benutzen. Das sieht aber genial aus, oder? So eine richtig fette Schüssel Nudeln, in der wir rumpanschen können und die jetzt essen können. Das ist jetzt mein Abendbrot noch vor der Raid-Stunde. Das nehme ich nämlich auch hier am Mittwoch auf. Danach kommt die Raid-Stunde. Könnte man eine Challenge draus machen. Bringt mir aber nichts, wenn ihr da jetzt 10 Minuten da sitzt und wartet, bis ich die Schüssel gegessen habe. Deswegen würde ich sagen, statt einer Challenge habe ich mir ein gemütliches Abendbrot draus gemacht. Eine dicke, fette Schale Nudeln. Einfach aus 4 XL-Cup Nudeln. Und ja, esst ihr gerne so Ramen-Nudeln oder so Fertig-Nudeln? Und was ist eure Lieblingssorte? Yum-Yum ist ja sehr beliebt. Viele feiern die Yum-Yum. Ich habe gesehen, von Maggi gibt es auch so Chili-Nudeln. So fertig mit Wasser zu machen. Die sind auch sehr scharf. Und haben auch Geschmack. Kommen zwar trotzdem nicht an die Too Spicy ran, aber Maggi hat da eigentlich auch was Gutes gemacht. Ansonsten nimmt man halt diese Top-Ramen, diese ganz normalen Billigmagen, weil meistens vom Geschmack hat man eh nicht viel. Wir probieren jetzt nochmal hier aus der Bowle-Schüssel. Wenn wir da eine Gabel nehmen von den verschiedenen Geschmäckern. Und ich muss sagen, ich glaube, so schmeckt es mir wirklich am besten. Weil ihr habt die Schärfe vom Rind zusammen mit der Schärfe vom Pikant zusammengemischt. Ihr habt trotzdem die anderen Geschmäcker noch da von der Soße. Das überlappt sich alles. Das gibt jetzt eine Geschmacksvielfalt. Das würde ich gerne so als fertiges Produkt kaufen können. Dass ich nicht so eine große Portion habe. Sondern einfach in einem Tütchen einfach Ramen Best of. Ne? Und dann habt ihr alle Geschmäcker in einer Packung drin. Das dürfte doch nicht zu schwer sein, sowas herzustellen. Ansonsten war es halt eigentlich von meiner Seite aus. Guckt es euch nochmal an, die leckeren Nudeln hier. Würdet ihr das jetzt auch gern essen? Schreibt es mal in die Kommentare. Hau ich mir rein, da wird nichts weggeschmissen. Ich habe nämlich Hunger, den ganzen Tag noch nichts gegessen. Leider ist es den ganzen Tag dunkel bei diesem dreckigen Herbstwetter. Deswegen ist es fast unmöglich, mal was aufzunehmen, ohne dass es einfach so bescheiden aussieht. Das war's jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.
Vor allem habe ich noch einen kleinen Tipp für euch zum Abschluss, wer das Video jetzt immer noch schaut. Wen das stört, dass die Nudeln ja immer keine Soße großartig bei haben und die Soße immer in der Schüssel zurückbleibt, für den habe ich einen Tipp, wie die Nudeln einfach noch besser und kräftiger schmecken. Gönnt euch einfach Toast. Ich habe jetzt hier so einen Vollkorntoast und das ist richtig genial. Und wenn ihr den Vollkorntoast nehmt, den ein bisschen kleiner reinbröckelt und diese kleinen Scheiben von dem Toast saugen ja die Brühe auf. Wenn ihr also reingeht mit der Gabel und eine Fuhre Nudeln rausholt und da ist ein Stück Toast dabei, was voll gesaugt ist mit der Soße, so habt ihr Nudeln und Soße mit einmal beisammen und das ist einfach viel, viel besser. Das macht einfach richtig mehr den Geschmack aus. Meistens habe ich es dann so, dass die Soße schon leer ist und die Soße ist leer und die Nudeln bleiben so zurück. Ich packe jetzt hier mal ein bisschen Brot rein, wie ihr das seht. Ziehe das ein bisschen auseinander. Ich schmeiße das jetzt dahin. Das muss nicht schön sein. Das muss einfach nur dem Zweck dienen. Und wenn ihr dann anfangt und ihr tunkt hier so ein Stück unter und holt das wieder raus, dann ist das richtig schön getränkt mit Soße. Wenn ihr euch dann so einen Batzen Nudeln holt mit Brot dran und esst das so, habt ihr gleich Soße mit bei den Nudeln und viel mehr Geschmack. Das ist einfach viel, viel besser. Ihr könnt das stückchenweise immer machen oder ihr macht alles hier rein, dann ist irgendwann die Soße ganz weg. Das kann ich euch noch empfehlen, das habe ich schon oft gemacht, das mache ich auch weiterhin so. Ihr könnt das bestimmt auch mit Mischbrot machen, aber Toastbrot ist, glaube ich, gut zum Aufsaugen. Toastbrot soll ja so ungesund sein, deswegen nehmt halt Vollkorntoast oder Dreikorntoast oder irgendwas oder nehmt das, was euch am besten schmeckt. Oder vielleicht habt ihr noch andere Tipps. Ihr könnt auch einen Spüllappen nehmen, kleinschneiden, reinwerfen, der saugt auch auf, ist aber, glaube ich, noch ungesünder als Toastbrot. Das ist also noch ein kleiner Lifehack am Rande, wie man die Nudeln mit mehr Geschmack bekommt. Das war's jetzt. Von unserer Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.